Hallo Nina, ich bin die Ute. Ich bin Grafikdesignerin vom Beruf, habe auch eine kleine Firma, eine eigene. Und darunter läuft auch die Twister Lighting. Also meine Firma ist eine GmbH, das ist die Partitur GmbH. Ich bin bei Twister Lighting für zuständig, klar, weil ich ja Grafikerin bin, fürs Marketing, für die Werbung, für Produktdesign und ja, wie die Leuchte halt ausschaut, Verpackung und so weiter. Hallo Nina, ich bin der Dirk. Und meine Aufgabe bei Twister Lighting ist das ganze Kaufmännische. Und das fängt an mit die Sache von unserem Produzent beziehen. Wir haben einen Produzent gefunden, das ist ein deutscher Hersteller, der aber eigenes Werk in Asien hat. Und dort lassen wir das Ganze auch fertigen. Ich kümmere mich dann um den gesamten Import der Ware. Wir haben zwei Lager, eins in der Schweiz, bei Pratteln für den Schweizer Markt. Und eins auf der anderen Seite in Weil am Rhein, woraus wir die ganze EU beliefern. Also aufgestellt sind wir eigentlich wie folgt. Unser gesamtes Businessmodell ist ein B2B-Businessmodell. Deswegen haben wir auch keinen eigenen Online-Shop. Also wir gucken, dass wir eigentlich nur mit Händlern zusammenarbeiten zu Beginn. Dann haben wir ein ERP-System, weil wir gleich von Anfang an im Prinzip das professionell aufziehen wollten und nicht mit Word und Excel-Sheets rummachen. Haben wir Rexio. Darüber können wir eigentlich, egal wo wir auf der Welt sind, wenn wir einen Internetanschluss haben, ganz bequem die ganze Bestellungen und das ganze Logistische abwickeln. Rexio erleichtert uns die Administration enorm, weil im Prinzip jede Transaktion direkt dort abbildbar ist. Man hat einen Treuhänderzugang, damit wir die Mehrwertsteuerthematik beispielsweise pro Quartal immer dort abwickeln können. Und von daher ist das natürlich eine saubere Lösung im Vergleich, wie wenn man es mit Excel oder Word oder sonstigen Hilfskrücken des Business machen würde. Während des Vertriebes in Deutschland kam die Information, ihr braucht eine Zweigstelle in Deutschland. Zweigniederlassung. Eine Zweigniederlassung. Und das war uns nicht bewusst und das hat uns nie jemand gesagt. Und wir hatten danach gefragt. Und früher hieß es immer nein und das ist keine Ahnung. Oder es kamen irgendwelche Antworten. Für uns war klar, wir brauchen das nicht. Und das ist nicht schön gelaufen. Also das sind so Momente, wo ich dann auch, weil es geht dann um Zeit. Die Produkte sind schon in dem Lager von dem Händler und wir brauchen auf einmal eine Zweigniederlassung. Das heißt, wir müssen umlabeln auf die Verpackung und muss überall drauf. Wir haben auch eine Adresse in Deutschland, wo wir sind. Und auch da ging Gott sei Dank eine Tür auf und uns wurde geholfen. Aber das sind Dinge, wo ich mir denke, es wäre schöner, es als Startup zu wissen, was man auch machen, was man zu bedenken hat, wenn man ins Ausland geht. Überleg, was ihr anbietet, Dienstleistung oder Produkt, hat es echt einen USP. Warum soll ein Kunde mir sein Geld geben? Das ist ja letztendlich die Schlüsselfrage. Und was kann mein Produkt oder meine Dienstleistung besser, wie das, was heute auf dem Markt ist? Und das genau zu hinterfragen mit dem, was kann ich als Unternehmensgründer oder als Startup-Gründer dazu beitragen? Und das immer wieder hinterfragen und reflektieren. Sich nicht immer nach anderen richten, aber wirklich genau überlegen, was kann ich und was kann mein angebotenes Produkt oder Dienstleistung besser als das, was es heute auf dem Markt gibt. Ich glaube, der beste Tipp, den man so weitergeben kann, ist, sich die nötige Zeit zu nehmen und eine gute Mischung zu finden zwischen Nachdenken, was will ich, und sich informieren, was brauche ich. Es gibt immer die eierlegende Wollmilchsau, die einem über alles und jedem Auskunft gibt, der einen bei der Hand nimmt die ganze Zeit. Das gibt es nicht. Tun, scheitern, wieder aufstehen, weitermachen. Wieder scheitern, daraus lernen, aufstehen, weitermachen. Hallo Nina, da wollte ich mich noch verabschieden für diese schöne Einladung, dass wir uns mal vorstellen durften. Finde ich was Besonderes und ja, danke, dass wir mal darüber reden durften, was wir so machen.